Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einer jungen Frau, die, glaube ich, Deutschlands erfolgreichste YouTuberin ist. Sie ja, gibt so Schmink- und Beauty-Tipps und so. Ihr Kanal heißt Bibis Beauty Palace und hier veröffentlicht sie regelmäßig Videos zum Lifestyle und zur Fashion und Comedy und Reisen. Dass man sich selber manchmal fragt, hier... So, hier ist Bibi! Ich habe dir sogar ein kleines Geschenkchen hier mitgebracht. Oh, danke schön. Ich dachte, das Herzchen passt perfekt zu dir. Und vor Weihnachten kann man sich dann vielleicht auch endlich Bilou, noch mal waschen. Das ist deine Marke? Genau, Bilou, das ist meine eigene Beauty-Marke. Die wurde letzte Woche Donnerstag gelauncht. Das sind Duschschäume. Das sind unsere ersten Produkte. Duschschäume. Genau. Duschschäume. Ja, was ganz Besonderes, das war mir nämlich sehr wichtig, was zu entwickeln, was einfach... Oh, hast du extra schön eingepackt. Ja, natürlich, für dich nur das Beste. In Papier gewickelt. Genau. Ja. So, dann mach ich das mal. Genau, so. Die Produkte gibt es im DM zum Beispiel. Und der ist zusammengebrochen, oder was? Ja, ich glaube, da ist tatsächlich das ein oder andere Regal da zusammengebrochen. Weil deine Fans alle deine Sachen haben wollen. Was ist das? Creamy Mandarin? Creamy Mandarin. Genau, du kannst gerne mal sprühen. Muss auch wenn was du irgendwas hier. Zum Sprühen hast. Vielleicht kann man vielleicht auch im Stadion einfach mal. Naja. So. Also nicht vor Erschütteln. Aber tust du auch. Da. Hier. So, hier und hier. Ab hier ist der Freistoß. Creamy Matt. Creamy Mandarin. Es gibt nur die zwei Produkte bisher? Bis jetzt gibt es die zwei Produkte. Eins ist Creamy Mandarin und das andere ist Tasty Donut. Das ist vielleicht eher deine... Tasty Donut. Ja! Oh. Lecker. Gegessen? Bitte? Hast du es runtergeschluckt? Du hast doch gesagt, die Creamy Donut. Ist es das echte? Ja, was soll es sein? Ihr habt da Sprühsahne reingemacht. Was? Lass mal sehen. Das ist das echte Creamy Donut. Steht doch hier drauf. Creamy Donut. Ihr verarscht Tasty mich hier. Donut. Ich hab mich richtig erschrocken. Ich dachte wirklich, du meinst es ernst. Weißt du, das Lustige an dem Scherz ist... Ja, wusstest du nicht, ne? Nee, aber das Lustige ist... Das war ganz kompliziert, das überhaupt da reinzukriegen. Wir haben hier unten ein Kreuz runter gemacht, das hier. Das ist auch das Richtige im Mund. Das wäre auch lustig gewesen. Ja, wäre auch lustig gewesen. Ja, wenn ich es nochmal schnell ausgetauscht hätte. Ich schwöre dir, aber ich hätte nichts gesagt, wenn ich das Falsche im Mund genommen hätte. Nee, aber das Lustige daran ist, dass hinten ja extra wirklich draufsteht, nicht zum Verzehr geeignet. Und viele haben sich darüber lustig gemacht. Und die Leute, die das dann getestet haben, haben zu mir gesagt, gut, dass du es draufgeschrieben hast, weil es riecht so geil. Ich hätte es mir am liebsten morgens aufs Butterbrot geschmiert. Wenn da nicht cremiger Duschschaum drunter stünde, würde ich jetzt auch erstmal denken, oh, das war zum Essen.